Auch wenn ich mir nicht ganz sicher bin, wofür wir das Rubber jetzt brauchen. Aber wir brauchen Plastik. Plastikherstellung habe ich unten, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Was ein wenig ja, unpraktisch ist, aber gut. Plastik war auch aus einer Chemical Plant. Da haben wir eigentlich gerade keine über. Ist aber wichtig. Hatten wir das jetzt schon zu Ende erforscht? Dann müsste es eigentlich hier irgendwo auftauchen. Hier irgendwo. Sehe ich aber nichts. Integrated Electronics. Nein. Warte mal da. Silver Plate. Nein. Ich glaube, man konnte zwar das Rubber irgendwo sehen, aber in-game selber ist es ersetzt worden durch das andere plastikartige Ding. Ja, das müssen wir dann gucken, wenn es soweit ist. Du machst das, das, okay. Ich denke, ich sollte die Zeit jetzt nutzen, um das Muster ein bisschen weiterzumachen und ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Weil sonst warten wir jetzt nur gerade, dass die Forschungstränke fertig werden, dass die Forschung fertig wird und dass die Ressourcen eintrudeln. Vor allem genau hier, Tin. Das sollte ich regelmäßig auch reinschmeißen. Weil das brauchen wir für die Tin Wire. Können wir die Tin Wire, die wir brauchen für die Dingens hier, können wir die selber herstellen? Ja, können wir. Oh, sehr schön. Keine Fabrik. Das heißt, du kannst es einfach auch so machen. So machen. Nee, gibst du mir einen davon und dann mache ich hier Tin Wire. Und das ist Insulated Wire. Also mit Dingens drumrum. Das ist der Unterschied zwischen euch beiden jetzt. Die brauchen alle unisolierte Kabel. Wer braucht isolierte Kabel? Wahrscheinlich das Hightech-Zeug, hm? Ja, genau hier. Die Electronic Components brauchen Plastikbars, aber ich kann mir fast denken, dass Rubber da auch geht. Weil ich halt noch keine Plastikbars gesehen habe. Außer die müssen auch wieder. Ne, die müssen, glaube ich, von Vanilla freigeschaltet sein, sogar Plastik. Ach. Zu viele Abhängigkeiten. So, her damit. Ja. Die bringen eh noch nichts, weil wir brauchen erstmal Silicon und Carbon. Carbon ist jetzt wieder ein anderes Carbon als das Carbon aus Ditec. Und fürs. Was sind Solder Plates? Wo kriegen wir Solder Plates hin? Müssen wir auch noch erforschen. Ja, also der Weg zu den Robotern hin ist wesentlich länger geworden. Und der Smog kommt da hinten bald an. Weswegen ich jetzt eigentlich auf die Luftfilter gehen sollte. Wurden auch schon ein paar Mal erwähnt, aber ich finde die nicht. Oder hat der Geo in der Vergangenheit die schon mal gefunden gehabt? Ne, da waren die Boiler. So, du gehst jetzt bitte auf Silikon. Was bist du? Dafür brauchen wir Quarz. Und Calciumchlorid. Mach einfach, ist okay. Genau, Luftfilter. Resin Turbine. Fast Assembly. Da wo Luft steht? Filtering Air. It burns for more energy and pollution. Ja, sauberes Wasser und Mechanical Fonds. Und das wird gemacht in so einem komischen runden. Das da. Fat My Cyclic Engine. Bau. Eine dicke Maus. Hört sich interessant an. Wo ist die dicke Maus? Dicke Maus. Da blinkst du. Tu mal die dicke Maus dahin. Stell mal ein, dass du bitte Luft filtern willst. Und jetzt brauchst du nur mechanische Energie. Und zwar da und da. Das waren die Dinger hier. So, bau kleine Mäuse, die dicke Maus unterstützen. Kann ich den nicht hinbauen? So, ich stehe im Weg mal wieder. Du machst das. So, und du brauchst Wasser. Wasser können wir dann von unten... Achso, sauberes Wasser. Ja, sauberes Wasser kriegen wir auch hin. Für sauberes Wasser haben wir die... Es wird nicht viel sauberes Wasser sein, aber ich hoffe, das reicht. Das ist ja der einzige Nachteil von diesen Pumpen. Wasser.
Das ist nicht genug mechanisch. Oh doch. Blieb. Ja, es mangelt am Wasser. Sonst könnte schneller arbeiten. Okay. Kein Problem. Dum, 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 dum. Mach die irgendwo hier hin. Eins, zwei, drei. Ah ja, kein Strom. Das müssen wir eh alles noch anders anpassen. Aber dass wir erstmal ein bisschen schon Luftfilterung haben. So, Shift rechts, Shift links, Shift links. Ich habe keine Rohre und das ist peinlich. Da. So. Ding, 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 ding. Das sieht cool aus. Was ist das für ein komisches Symbol da? Was muss ich dich aufheben? Machst du es automatisch? Was tue ich damit? Kondensierter. Ach so. Das ist Abgas. Ja, toll. Bau. Kann ich da noch größere bauen? Bau erstmal so ein kleines Ding nochmal. So, du hast auch keinen Strom. Ist okay. So, jetzt kriegst du mehr. Mehr mechanische Energie. So, und wir brauchen noch eine Kiste hier, wo das ganze Zeug dann reinkommt. Genau. So. Also beobachten wir es mal in den nächsten Folgen, ob ein Ding da überhaupt irgendwas bewirkt. Das Ding ist jetzt schon am Schnüffeln, was eigentlich nicht so toll ist. Aber gucken wir mal. Du bist durchgehend hier am rote Sachen Kreise drehen. Und du saugst durchgehend Pollution. Ja. Okay. Das wäre also der Luftfilter, von dem gesprochen wurde. Bau bitte. Tränke, 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 Tränke. Und liefer die auch oben ab. Und ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie das über Nacht wieder im Strom war. Aber es fühlt sich anscheinend auf. Das heißt, wir können ruhig weiter die Akkus bauen. Tränke. 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 War es jetzt richtig rum? Ist falsch rum, ne? Jo, falsch rum. Einmal resetten hier, denn das ist egal, wie rum wir es einsortieren. Hauptsache, das ist nicht auf der, ne? Gleichzeitig so. Da, 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 da. Mach. So, warum kommen Grüne gerade nicht? Fehlt da irgendwas? Es fehlen Ärmchen. Was fehlt den Ärmchen? Eisen. Eisen fehlt. Eisen hinter. Eisen für uns abholen. Stahl auch abholen? Ja, holen wir Stahl ab. So. Eisen, Eisen. 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 Hält sich alles noch wacker. Holz ist okay. Baller hier mal ein bisschen mehr Eisen rein. Kupfer ist eh immer okay. Gut. Also Silikon kommt als nächstes. Wenn wir Silikon haben, haben wir, glaube ich, alles für... Und ich habe gleich aufs Richtige geklickt. Habt ihr das gemerkt? Hahaha. So, wenn wir Silikon haben, haben wir noch keine Solder Plates. Die muss ich noch erforschen. Und Carbon muss ich auch noch erforschen. Aber Silikon haben wir schon mal. Und Plastikblas muss ich auch noch erforschen. Mist. Bau. Nein. Was fehlt hierfür? Oh, warte mal. Hol mal von unten die normalen Engines. Und dann bauen wir irgendwo einen Pollution-Vernichtungspark, der dann ein bisschen besser aussieht als das hier. Auch gleich im Muster drin und alles. Das hätte was. Das heißt, wir nehmen mal dich. Timp. 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 Und wenn wir das denn irgendwann nicht mehr brauchen, also komplett nicht mehr brauchen sollten, was ja eigentlich bald der Fall sein sollte, dann können wir hier unten den Pollution Park hinbauen. Also den Entpollutionierisierpark. Und ich brauche mehr Licht. Bau Licht. Da. Ein frei, da. 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 Hier eigentlich irgendwo.
beim Licht kommt eh später was anderes hin. Wir werden später diese komischen Yuuki, die Lichter da benutzen. Wahrscheinlich die Alien Light Source für super maximale Lichtreichweite. Dann setzen wir ein Ding irgendwo hin und die ganze Basis strahlt. So. Da. Bauen noch mehr tolle Akkus. Gott. Ja. Wenn die jetzt ganz weg sind. Ich kapp die spaßeshalber. Es ist gerade erst Nacht geworden. Ich kapp die jetzt mal. Und guck mal, wie die Nacht ohne die verläuft. Aber ich denke, das ist schon okay. So, ich hätte eigentlich ganz gerne nochmal ein bisschen was aussortiert. Steel Eggs nutze ich eh nicht. Genau, den Inkubator-Tank brauche ich gerade nicht. Die Form Press brauche ich nicht. Die ganzen Unicom-Yuuki-Sachen hier brauche ich gerade nicht. Das da oben auch nicht. Da hatten wir so eine komische Kiste für, ne? Also da hinten war die Kiste mit Sachen, die irgendwie recycelt werden sollen. Hier ist eine komische Kiste für später. Tun wir in die komische Kiste für später mal das hier alles rein. Auch Blut und komische Dinge und andere komische Dinge und ein Alien-Artefakt. Erz. Diese komischen Dinge, das da, eine Rüstung, die wir überhaupt nicht nutzen. Eine Steel-Axe, die wir nicht nutzen, weil wir keinen Erfahrungspunkt bekommen, wenn wir die nutzen. Ja, Artefakte auch erst später. Das sieht doch schon gut aus. Ja, und kondensierte Stinkepaste. Apropos kondensierte Stinkepaste, verballer mal die kleinen, die wir haben. Die kleinen Artefakte zu großen. Die großen können wir dahin tun. Was ich übrigens echt super finde, dass wir jetzt quasi schon die lila Tränke herstellen könnten. Das Ding füllt sich nicht. So schnell. Nö, ist okay. Du füllst dich relativ schnell. Schweröl haben wir auch fast keins, aber das ist gut. Das ist gut, dass das alles verbraucht wird. Leichtöl wird sich bald stauen und Petroleumgas auch. Weil Batterien nicht produziert werden. Warum haben wir etwa das da? Damit. Ist noch mehr Stahl? Du hast genug Eisen? Nee. Du. Ja, das ist okay. Also wir könnten schon auf die 30 oder so roten Engines kommen, bevor die ersten Roboter vom Band laufen. Alles gut. Die, genau, die setze ich mal. Achso, und Nacht ohne Steam Engines. Gefühlt bisher okay. Ah. Nur auf 30% oder so runter. Da ist irgendwas abgegangen. Was war das? Irgendwas Türkises. Also hier. Was? So, hier ist die Nacht angefangen und hier ist wieder. Hä? Wir haben schon wieder Tag? Wir haben schon wieder Tag. Das geht immer noch runter, weil wir zwar Tag haben, aber noch nicht so hell. Ich glaube, wir brauchen mehr Solarzellen. Na schon. Es wird weniger. Solarzellen. Ja, Morgengrauen. Okay, Bau. Ja, bau die billigen Solarzellen erstmal. Davon können wir schneller mehr bauen. Wir haben hier noch hier ganz, ganz viel Platz. Platzmangel haben wir erst. Das dauert eine ganze Ecke, so Platzmangel haben, was Solarzellen und Akkus angeht. Die sollen ja einmal komplett außenrum. Weiter damit. Bauen mehr Solarzellen. So, sie sind jetzt auf 5,4 hoch. Wir verlieren immer noch Strom. Komm schon. Warum ist nicht richtiger? Achso, weil es regnet. Ah, Mist. Ich glaube, das wurde auch eingemoddet oder eingepatcht oder wie auch immer. Dass wenn es regnet oder stürmt oder schneit oder sonst was, dass dann auch weniger Licht runterkommt. Ja, super. Danke. Aber ja, sowas ist eigentlich ganz toll. Dass es halt auch mal schief gehen kann.
Weil vorher wusste man, okay, es kommt dann und dann Tag, es ist dann und dann Nacht und man kann sich genau darauf einstellen. Jetzt durch das Wetter kann man das nicht mehr. Aber wir steuern einfach gegen mit mehr. Einfach mehr alles. So, 7,1. Ja, steigt wieder. Okay, mehr alles. Gut, 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 gut. Können wir irgendwie mit Cursed Talentpunkten Wasser wegmachen, also Regen wegmachen? Nö. Gib mal...